Wir sprechen über den Mord an Rachel Nickel und eine kleine Triggerwarnung. Es geht um Vergewaltigung und Mord an Kindern. Ganz London ist fassungslos, als 1992 ein brutales Verbrechen die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Ein entsetzlicher Mord, der lange Zeit die Menschen beschäftigt. Wer ist so grausam, eine junge Mutter vor den Augen ihres eigenen Kindes in einem belebten Park mitten am Tag zu töten? Am Vormittag des 15. Juli 1992 spaziert eine junge blonde Frau mit ihrem Kind und ihrem Hund durch den Wimbledon Common, einem Park im noblen Londoner Stadtteil Wimbledon. Und es ist die 23-jährige Rachel Nickel. Sie arbeitete früher als Model, hatte dann aber ihren mittlerweile zweijährigen Sohn Alex zuliebe die Karriere aufgegeben. Und sie liebt ihr neues Leben in ihrer kleinen Familie. Mit 20 wurde sie schwanger von ihrem Freund Andrew Hanscomb und der arbeitet als Kurierfahrer und war früher Tenniscoach und zusammen leben sie im Süden von London. Und Fotos zeigen ein junges, strahlendes Paar, deren größtes Glück ihr kleiner Sohn ist. Wenn Andre arbeiten ist, geht Rachel mit dem kleinen Alex und ihrem Hund gern spazieren. Und am liebsten im ruhigen Park in Wimbledon, in einer vornehmen Gegend, hat Rachel keine Angst, allein mit ihrem Sohn durch den Park zu gehen, zumal immer viele Menschen dort joggen oder mit dem Rad unterwegs sind. Ja, niemand ahnt, dass an diesem schönen Sommertag das Böse im Park unterwegs ist. Eine halbe Stunde, nachdem Rachel zum Park fuhr, sieht ein Rentner, der gerade spazieren geht, etwas Erschreckendes unter einem der Bäume. Dort liegt eine nackte Frau. Sie ist blutüberströmt, ihre Hose und Slips sind runtergezogen, der Hund daneben jault und ein kleiner Junge klammert sich an den leblosen Körper, der immer wieder sagt: Wach auf, Mami. Für die Polizei bietet sich ein schreckliches Bild. Die Frau ist tot, 49 Mal wurde auf ihren Körper angestochen, ihre Kehle ist durchgeschnitten, sie wurde vergewaltigt und so wie sie unter den Baum gelegt wurde, wirkt es, als würde der Täter ihr die letzte Würde nehmen. Die Tote ist Rachel Nickel, die vor den Augen ihres zweijährigen Sohnes brutalst getötet wurde. Am helllichten Tag in einem belebten Park. Für Andre beginnt die schlimmste Zeit seines Lebens. Er hat seine Freundin bei einem unfassbar brutalen Mord verloren und er ist nun allein. Und sein Sohn ist schwer traumatisiert. Rachels Eltern halten kurz nach dem Mord eine bewegende Ansprache im britischen Fernsehen, die das ganze Land in Schockstarre und Fassungslosigkeit versetzt. Wer ist so kalt, dass er eine Mutter vor ihrem eigenen Kind tötet? Und auch die Polizei ist im Zugzwang, denn sie müssen schnellstmöglich seinen Täter präsentieren, denn ganz London ist in Angst, aber es gibt keine Hinweise zu dem Mörder. Sie finden weder Fingerabdrücke noch andere Spuren an der Leiche und außerdem gibt es keine Zeugen. Obwohl zu dieser Zeit 500 Menschen im Wimbledon Common spazieren gehen, joggen, picknicken oder Golf spielen, scheint keiner einen blutüberströmten Mann flüchtend gesehen zu haben und niemand hat etwas vom Übergriff mitbekommen. Alle Sexualstraftäter aus der Gegend werden vernommen. Es sind insgesamt 100. Der bekannte Profiler und Mitbegründer der operativen Fallanalyse, Paul Britton, wird dann der Fall anvertraut. Und er erstellt ein Profil des mutmaßlichen Mörders. Das ist ein Mann zwischen 20 und 30. Er hat wenig bis gar keine sexuelle Erfahrung, ist vermutlich arbeitslos und hat einen niedrigen Bildungsgrad. Er leidet eventuell unter einer Erektionsstörung und er lebt allein. Ja, aber auch dieses Profil des Täters bringt die Polizei nicht weiter. Und ihre große Hoffnung ist der einzige Zeuge der Tat, der gerade einmal zweijährige Alex. Mithilfe von Ratespielen versucht die Polizei und dann auch sein Vater etwas aus ihm herauszubekommen. Dass es im Londoner Arbeiterstadtteil Plumstead schon seit Jahren ähnliche Verbrechen gibt, wird jedoch nicht beachtet. Seit 1989 ist dort ein Phantom unterwegs, das es vor allem auf Mütter abgesehen hat, die mit ihren Kindern unterwegs sind. Ihnen scheint es zu erregen, die Angst der Frauen zu spüren, die sich um ihre Kinder fürchten. Und immer wieder gibt es Vergewaltigungen und Einbrüche eines unbekannten Mannes, aber auch hier ist die Polizei machtlos. Und mithilfe der Aussagen des zweijährigen Alex wird nun ein Phantombild erstellt. Zusammen mit den Ermittlern der Polizei scheint es dann endlich also dann auch einen Tatverdächtigen zu geben.
der 29-jährige Colin Stagg. Er lebt nicht weit entfernt vom Park, in dem Rachel ermordet wurde. Außerdem war er sogar ein neugieriger Schaulustiger vor Ort, der die Mordkommission bei ihrer Arbeit im Park beobachtete, wodurch sie sich seinen Namen notierten. Und auch auf das Täterprofil passt er. Er lebt allein, ist arbeitslos und er hat keine sexuellen Erfahrungen. Und bei der Begehung seiner Wohnung findet die Polizei außerdem ein Buch über Okkultismus. Es wird die Vergangenheit des Verdächtigen durchleuchtet und sie finden heraus, dass Colin Stagg schon einmal wegen Exhibitionismus eine Strafe zahlen musste. Er hatte sich nackt gesonnt. Eine Frau, die er 2 Jahre zuvor kennengelernt hatte, hatte ihn angezeigt, weil Colin ihr gestanden hatte, von Sex im Freien zu träumen. Und sie war pikiert darüber und wollte, dass die Polizei ihn wegen seiner unanständigen Wünsche festnimmt. Außerdem sitzt Colins Bruder wegen Vergewaltigung im Gefängnis. Die Polizei ist sich sicher, dass sie endlich den Mörder gefasst haben, aber es gibt ein Problem. Colin Stagg ist sehr kooperativ und beantwortet der Polizei alle Fragen. Nur eine Sache bestreitet er vehement. Er hat nichts mit dem Mord an Rachel Nickel zu tun. Der Profiler Paul Britton rät der Polizei deshalb dazu, mithilfe eines Lockvogels eine Falle zu stellen. Und Colin Stagg hat in der Vergangenheit immer mal wieder Zeitungsannoncen geschaltet, um eine Frau kennenzulernen. Und plötzlich kontaktiert ihn auf dieser Annonce eine Lissy James, die ihn stimmbehaft dann mit Komplimenten überschüttet und von ihren sadistischen Fantasien berichtet. Es ist das Pseudonym einer unerfahrenen Ermittlerin, die die Polizei als Lockvogel eingesetzt hat, um Colin Stagg endlich zu einem Geständnis zu bekommen. Und nach 3 Monaten Briefwechsel werden dann die Fantasien von Lissy James immer absurder. Sie berichtet ihm davon, dass sie jemanden kennen würde, der einer Schwangeren das Baby rausgeschnitten hätte. Und sie sei fasziniert vom Mörder von Rachel Nickel. Colin Stagg, der seiner Bekanntschaft kein Wort glaubt und sie für psychisch labil hält, versichert immer wieder, dass er nichts mit dem Mord zu tun hat, aber Lissy lässt nicht locker. Sie fleht ihn regelrecht an, der Mörder zu sein. Sie schreibt: Wenn du doch nur etwas mit der Wimbledon-Sache zu tun hättest, wenn du nur es gewesen wärst, der sie umgebracht hat, wäre alles gut. Obwohl Colin Stagg kein einziges Mal gesteht, wird er im August 1993 festgenommen. Und ein Jahr später beginnt der Prozess wegen des Mordes an Rachel Nickel gegen ihn. Die britische Presse berichtet vor dem Prozess viel über das Sexbeast, wie sie Stagg nennen, der endlich für den grausamen Mord an Rachel Nickel drankommt. Aber vor Gericht sieht das Ganze ganz anders aus. Der Richter kann nicht fassen, welche Vorgehensweise die Polizei präsentiert und dass dort jemand auf der Anklagebank sitzt, gegen den es weder ein Geständnis noch Beweise gibt. Colin Stagg wird freigesprochen, aber in Großbritannien gilt er noch lange Zeit später als Mörder von Rachel Nickel. Immer wieder ist er dann zu Gast in Fernsehshows. Er gibt zahlreiche Interviews, um deutlich zu machen, dass er wirklich unschuldig ist. Aber die Polizei glaubt weiterhin daran, dass Stagg der Mörder ist. Und das sagen sie auch offen der Familie von Rachel, die nicht mehr weiß, was sie glauben soll. Ist er der Täter oder wo er freigesprochen wurde? Und Andre Hanscombe muss seinem mittlerweile 5-jährigen Sohn Alex erklären, dass die Polizei zwar den Mörder seiner Mutter geschnappt hat, der aber keine Strafe dafür bekommen hat. Und er flüchtet mit seinem Sohn aus London nach Frankreich und immer wieder wurden sie in Großbritannien von der Presse belagert. Und in Frankreich können sie nun ein einigermaßen normales und ruhiges Leben führen. Andre arbeitet als Illustrator und Autor für Kinderbücher. Und Alex, der mit ansehen musste, wie seine Mutter ermordet wurde, wächst nun in einem fremden Land heran. Als Andre im Jahr 1996 dann ein Buch über das Leben seiner Freundin schreibt, wird der Schmerz über den Verlust klar, den er und sein Sohn durchmachen mussten. In den Monaten nach dem Mord sieht Andre keinen Sinn mehr und in seinem eigenen Leben und er ringt mit sich, weil er Selbstmord begehen und seinen Sohn mitnehmen will, weil beide Rachel so sehr vermissen. Und immer wieder quält sie die Frage, ob wirklich Colin Stagg für den Tod verantwortlich ist oder jemand ganz anderes.
Als der Mord an Rachel Nickel über Jahre ganz Großbritannien erschüttert, ist er nicht der einzige brutale Übergriff in London in den letzten Jahren. Weniger mediale Beachtung wird der brutalen Vergewaltigungsserie im Londoner Stadtteil Plumstead geschenkt, der zwischen 1989 und 1993 mindestens 70 Frauen und vor allem Mütter zum Opfer fallen. Der Täter ist sadistisch. Ihn scheint es zu erregen, die Angst der Kinder und Mütter zu spüren, und oft bricht das Phantom in die Wohnung der Frauen ein und vergewaltigt sie dort vor den Augen der eigenen Kinder. Dass niemand bei der Polizei die erschreckenden Parallelen zum Fall Rachel Nickel auffallen, hat vor allem einen Grund. Der Vergewaltiger ist ausschließlich an der Green Chain Wall im Stadtteil Plumstead aktiv. Und möglicherweise wohnt er hier oder ihn verbindet etwas anderes mit der Straße und dem Stadtteil. Und kein einziges Mal schlägt er außerhalb von Plumstead zu. Für die Polizei gibt es daher keinen Grund, die Vergewaltigungsserie und den Mord an Rachel ein und demselben Täter zuzuordnen. Am 3. November 1993 wird die Polizei zu einem Tatort in Plumstead gerufen, der an Brutalität alles übersteigt. Ihr Freund findet die Leiche der 27-jährigen Samantha Bissett in der gemeinsamen Wohnung. Jemand war eingebrochen, hatte sie vergewaltigt, brutalst getötet und verstümmelt. Leichenteile fehlen sogar. Die scheinen eine Art Trophäe zu sein, die der Mörder mitgenommen hat. Aber nicht nur sie wurde das Opfer des Plumstead-Phantoms, der nun auch vor Mord nicht mehr zurückschreckt. Auch die 4-jährige Tochter Jasmine liegt erwürgt in ihrem Bett. Und um die Leiche hat der Täter Spielzeuge verteilt. Das ist ein Anblick, der selbst für die Polizei kaum zu ertragen ist. Der Polizeifotograf, in dem Fall, der täglich mit Verbrechen und Mord konfrontiert ist, ist sogar 2 Jahre durch diesen traumatischen Anblick arbeitsunfähig. Jeder ist sich sicher, dass Mutter und Tochter dem Green Chain Rapist, wie die Presse ihn nennt, zum Opfer gefallen sind. Aber diesmal scheinen sie dem Täter näher zu sein als sie zuvor, denn sie finden Fingerabdrücke, die zu einem Mann führen, nämlich Robert Knepper. Bereits zu Beginn der Vergewaltigungsserie gab es einen Hinweis auf ihn. Seine eigene Mutter hatte die Polizei verständigt, ihr Sohn hatte ihr die Vergewaltigung in Plumstead gestanden, aber damals ging die Polizei der Spur nicht nach. Und auch einige Jahre später wurde er immer wieder verdächtigt, der Vergewaltiger von Plumstead zu sein, und er kam sogar oft mit der Polizei in Kontakt. Ein Nachbar hatte ihn auf einem Phantombild erkannt und dort nach einer Befragung wurde er auch als Hauptverdächtiger aussortiert. 1992 wurde er wegen illegalem Waffenbesitz kurzzeitig festgenommen. Ein Jahr später wurde er von der Polizei erwischt, wie er in die Wohnung einer jungen Frau einbrechen wollte, aber erneut wurde er gehen gelassen. Und ja, hat die Polizei nach 4 Jahren Schrecken nun endlich den Green Chain Rapist und Mörder von Samantha und Jasmine Bissett? Und wenn ja, ist er vielleicht auch der Mörder von Rachel Nickel. Robert Knepper lebt in einer Einzimmerwohnung im Londoner Stadtteil Plumstead. Und die Wohnung ist sauber und aufgeräumt. Nur eine Sache lässt er ahnen, welche dunkle Seite er hat, denn er hat eine rote Truhe. Und in ihr findet die Polizei Kabelbinder, Jagdmesser, medizinische Literatur, in der Foltermethoden aufgeführt sind, eine Karte von Plumstead mit Notizen der Vergewaltigungsopfer sowie ein Wörterbuch, in dem die Wörter Hölle, Opfer, Kadaver, Königsmord und Holocaust markiert sind. Und auch in der Vergangenheit scheint Robert Knepper Hinweise auf seine spätere Taten zu geben. Er wächst mit 3 Geschwistern und seinen Eltern in London auf. Aber zwischen den Eltern gibt es immer wieder Streit und er muss mit ansehen, wie der Vater seine Mutter verprügelt. Mit 9 Jahren trennen sich dann seine Eltern und seine Mutter bemerkt bei Robert Verhaltensauffälligkeiten. Er belauscht Verwandte und beschuldigt sie, Geschichten über ihn erfunden zu haben. Robert ist aggressiv und immer wieder wird er erwischt, wie er seine Schwester beim Duschen oder Umziehen ausspioniert. Und oft wacht seine Schwester auf, weil er ihr die Bettdecke weggezogen hat und sie beim Schlafen anstarrt. Mit 11 Jahren schickt seine Mutter ihn dann zum Kinderpsychologen. Und nach seinem ersten Gespräch sagt Robert zu seiner Mutter, der Psychologe sagt, ich bin verrückt. Es dauert lange, bis er als Teenager schließlich mit dem Asperger-Syndrom diagnostiziert wird.
Und als Roberts Mutter dann erneut heiratet und er seinen neuen Stiefvater nicht akzeptiert, wird seine Gefühlswelt immer düsterer. Er ist immer aggressiver und er manifestiert sich nun ja Gedanken in ihm, dass er so mächtig und unangreifbar sei, dass er die perfekten Verbrechen begehen könne, ohne jemals von der Polizei geschnappt zu werden. Und zeitgleich beginnen auch seine Wahnvorstellungen. Er hatte übersinnliche Fähigkeiten, er sei beim Militär und könne über Telepathie kommunizieren. Sein Psychologe attestiert ihm eine paranoide Schizophrenie und der Auslöser ist eine Vergewaltigung, die er mit 13 Jahren erleben musste. Auch in der Schule eckt Robert Nepper an, die anderen in der Klasse hänseln ihn und sein Englischlehrer ist alarmiert, als Robert einen Aufsatz bei ihm einreicht. Er handelt vom Töten und vom Zerstückeln von Leichen. Und trotz der psychologischen Behandlung ist, der Robert seit seinem 11. Lebensjahr ist, scheint sich sein Zustand immer weiter zu verschlechtern. Mit 16 geht er von der Schule ab, er beginnt als Maschinist zu arbeiten, wo er seine Psychose im Griff hat und als gewöhnlicher Kollege geschätzt wird. Aber zu Hause ist er weiterhin aggressiv und verhaltensauffällig, sodass ihn dann seine Mutter mit 18 Jahren rausschmeißen muss, um sich und ihre anderen Kinder zu schützen. Erst 5 Jahre später, mit 23, sieht sie ihren Sohn wieder. Und an diesem Tag gesteht er ihr, dass er Frauen in Plumstead vergewaltigt habe. Was sie dann sofort der Polizei meldet, die jedoch nichts gegen Robert Nepper unternimmt. Aber nun scheint die Polizei endlich den Mann zu haben, der für die zahlreichen Vergewaltigungen und den Mord an Samantha und Jasmine Bassett verantwortlich ist. Und auch die gefundenen Fingerabdrücke an anderen Tatorten des Green Chain Rapist stimmen mit denen von Robert Nepper überein. Im Prozess 1995 wird er aufgrund seiner Psychose für schuldunfähig erklärt. Und trotzdem gesteht er den Mord an Samantha und ihrer Tochter sowie 2 weitere Vergewaltigungen. Alle anderen Vergewaltigungen des Green Chain Rapist streitet er jedoch ab und auch mit dem Mord an Rachel Nickel hätte er nichts zu tun. Polizei und Staatsanwaltschaft sind sich allerdings sicher, dass Robert Nepper der Green Chain Rapist ist und verantwortlich für mehr als 70 Vergewaltigungen, denn nach seiner Festnahme hört auch die Vergewaltigungsserie plötzlich auf. Und aufgrund seiner Schuldunfähigkeit erhält er für unbestimmte Zeit eine Sicherungsverwahrung in einer psychiatrischen Einrichtung. Die Empörung über die Polizeiarbeit ist zu dieser Zeit groß in Großbritannien. Wie kann es sein, dass er schon vor seiner Festnahme so oft als Verdächtiger galt, ohne dass die Polizei etwas gegen ihn unternahm? Und eine Frage kommt immer wieder auf. Was, wenn der Mord an Samantha und Jasmine Bissett nicht Robert Neppers erster Mord war? Was, wenn er einmal aus seinem gewohnten Schema ausbrach und woanders seine Tat beging? Vielleicht in Wimbledon, wo immer noch nicht klar ist, wer Rachel Nickel getötet hat? Im Jahr 2004 kommt eine neue Bewegung in den Fall der ermordeten Mutter. Andrew und ihr Sohn Alex leben mittlerweile seit mehr als 10 Jahren in dem Glauben, dass Colin Stack ihr Mörder war, der nie seine Strafe bekommen hat, so wie die Polizei es ihnen ja immer eingeredet hat. Und in den mehr als 10 Jahren hat sich allerdings viel in der Forensik getan. Es können nun auch die kleinsten Spuren auf DNA untersucht werden. Deshalb wird 2004 der Cold Case Rachel Nickel erneut geöffnet und das mit Erfolg. Es gelingt der Polizei erstmals, eine fremde DNA aus Rachels Kleidung zu extrahieren. Und die DNA stammt von einem Mann, es ist nicht die ihres Mannes und auch nicht die ihres Sohnes, es muss die DNA des Mörders sein. Routinemäßig wird die DNA in der Datenbank abgeglichen und es gibt einen Treffer, denn Rachels Mörder ist seit fast 10 Jahren bekannt. Es ist Robert Nepper, der Plumstead-Vergewaltiger und Green Chain Rapist. So wie viele es schon lange vermutet hatten, änderte Robert Nepper einmal sein Tatgebiet. Am 15. Juli 1992 war er im Wimbledon Common unterwegs, wo er Rachel Nickel vor den Augen ihres Sohnes tötete. Und endlich haben Andre und Alex Hanscop Gewissheit, wer für den tragischen Verlust in ihrem Leben verantwortlich ist. Aber auch Colin Stack, der jahrelang ja für seine Unschuld kämpfte, kann nun beweisen, dass er unschuldig ist.
Die Polizei entschuldigt sich öffentlich bei Collins Deck und Rachels Familie und schließlich haben sie ja nun nach dem Freispruch immer wieder eingeredet, dass Deck der Mörder sei. Im zweiten Gerichtsprozess gegen Robert Knepper gesteht er dann schließlich den Mord an Rachel Nickel. Er wird wegen Totschlags verurteilt und muss zurück in die psychiatrische Einrichtung, in der er seit 10 Jahren lebt und wahrscheinlich bis an sein Lebensende nicht mehr rauskommt. Im Urteil richtet der Richter seine Worte an Alex, der sein gesamtes Leben damit verbracht hat, sich zu fragen, wer der Mann war, der seine Mutter brutalst tötete, während er als Kind daneben stehen musste. Jetzt rund 16 Jahre später, im frühen Erwachsenenalter, weiß Alex, dass der Mann, der seine Mutter getötet hat, wenn auch verspätet, vor Gericht gestellt wurde. Vielleicht kann er nun ein sich ein wenig ein hinschleppendes Kapitel seines Lebens abschließen.